Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby-Challenge. Und wie ihr seht, natürlich wieder hier mit unserer Melody, die sich eigentlich schlafen legen wollte, es aber nicht soll, weil die Kiddies sind am Heulen. Und das möchten wir natürlich nicht. Ich habe mir auch geschrieben, dass die Babys am Montag gealtert werden sollen, aber wir haben Samstag früh. Entweder habe ich einen Fehler gemacht oder es soll so sein, ich weiß es nicht mehr genau. Deswegen, wir machen das einfach so, wie es da steht und dann wird das schon passen. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, wann wir die bekommen haben und ja, das ist schon in Ordnung so. Das hier ist jetzt ja die erste Aufnahme mit dem neuen PC. Mal gucken, ob das Spiel ein bisschen besser läuft. Weil im Großen und Ganzen ist es schon so, dass das Spiel besser läuft. Aber dieser Spielstand ist A, übel alt und B, hat der ganz viele wilde Sachen, die er halt laden muss. Wie eben diesen weirden, riesigen Stammbaum. Deswegen mal schauen. Aber bisher gibt es keine Probleme. Aber ich bin auch erst 2 Minuten drin. Okay, er würde also auf jeden Fall beim nächsten Mal Einserschüler. Das ist ja schon mal supi. Dann muss ich mich um dich ja gar nicht kümmern. Er müsste zumindest seine Hausaufgaben machen. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Ja, aber ihr müsstet das eigentlich, wenn ich fleißig arbeiten, müsste das auch reichen. Sie hat auf jeden Fall alles gemacht dafür. Und bei ihm genauso. Dann seid ihr mir ja quasi egal, Leute. Supi. Also das klingt ein bisschen fies, aber wir haben hier dann ja ab Montag auch wieder einige Säuglinge am Stissel. Also 2. Und wenn die dann alle ausziehen, dann kann ich ja auch wieder Kinder kriegen. Vielleicht das letzte Mal kriegen wir dann eine Schwangerschaft hier. Ich habe mir überlegt, dass wir die dann aber auch noch quasi altern bis zu Erwachsenen. Weil das Ziel der Challenge ist ja, dass man 100 Kinder großzieht. Und ich finde das dann halt einfach gut. Wir können ja einen Teenager dann behalten, wenn die älter werden, der uns dann mit den Säuglingen hilft. Und ich mache jetzt erstmal hier ein bisschen Dekoration. Yay. Und dann, damit die alle nicht traurig sind, können die alle einen Vorsatz fassen. Ja, wenn die hier nicht so viel zu tun haben und so, dann werde ich wahrscheinlich einfach mal das Wochenende über durchspulen, also auf schnell. Weil dann wird das hier jetzt ja nicht so interessant, ne? Geil, jetzt hat sie erstmal wieder einen Drink gemacht. Warum haben die alle eine schwierige Dynamik? Ich kriege die ganze Zeit Pop-Ups, dass sie eine schwierige Dynamik haben. I mean, okay, aber was mit euch? Er mag bösartige Taten nicht. Ich meine, ich kann es schon nachvollziehen. Wo sind denn deren Hausaufgaben hin? Düdüm. Hausaufgaben verloren. Ja, dann ist auch schlecht, die Hausaufgaben zu machen, ne? Also hier sind auf jeden Fall welche. Kümmer dich mal drum. Also wir gucken mal, ob wir ihn finden, wenn wir eins von diesen Traits benutzen. Weil ich würde ja schon gerne, dass wir dann mit ihm dann das letzte Kind zeugen, weil es ein bisschen witzig ist. Dann brauche ich aber nochmal eins, was wir haben, weil sonst klappt das hier nicht. Da wird er mir nicht angezeigt. Wir können ihn ja mal irgendwo platzieren. Ich glaube, er hat ja kein Haus oder so. Aber wir können ihn ja irgendwo platzieren einfach. Und dann können wir unser Glück dann versuchen. Hier andere Haushalte und dann müsste das ja unter nicht in Welt. Okay, anscheinend hat er sich irgendwo eingenistet. Instant Secure, ja. Ja, dann besuchen wir ihn einfach. Wir haben jetzt eh nichts Besseres zu tun, deswegen können wir uns ja bei ihm schon mal einschleimen, sag ich mal. Zumindest, dass wir ihn schon mal kennen. Ah, er ist hier eingezogen. In ein Starterhaus. Sieht so süß aus, ne? Ich finde gut, dass die mittlerweile dann die Zimmer, die ganzen Häuser bauen lassen. Es ist schon viel cooler. So, hi. Du hast bestimmt Bock auf uns. Denn wir haben Bock auf dich. Nein, wir gehen nicht zum Abschlussball. Und die haben direkt ein Gefühl erhalten. Guck mal. So, das funktioniert auf jeden Fall gut. Also, er steht auf jeden Fall hart auf uns. Sie kocht einfach jetzt random was. Hallo? Das ist hier nicht der Deal. So, knutsch ihn. Ja, gut, dann könnt ihr auch gehen. Also, Melody kann gehen. Kyle muss erstmal da bleiben. Den laden wir dann ein, wenn es soweit ist. Dann iss mal was und dann kannst du auch schlafen gehen. Ich weiß gar nicht, wieso sie so müde ist. Shushubi, Oh, Alex Mondschein ist gestorben. Alle sterben. Wow, sie hat auf einmal alles aufgeräumt. Krass. Außer die ganzen Windeln. Oh mein Gott. Dann geht der Schnee ja sogar nochmal weg. Nice. Ich habe an sich ja nichts gegen den Schnee, aber irgendwie auf Dauer ist es schon ein bisschen trostlos. Alle stehen hier unten einfach nur. Könnt ihr euch mal Hobbys suchen, Alter? Melody mag hart arbeitende Sims. Ja, okay. Kann sie schon tun. Ich weiß nur nicht, woher dieser Gedanke jetzt auf einmal random kommt. So, dann lass uns die Kiddos doch altern. Und der Rest soll in der Schule natürlich fleißig lernen. Happy Birthday to you. Und Davian. Oh, ist sonnig. Und Happy Birthday auch an das andere Kind, was Cletus heißt. Wusste ich natürlich. Yay, und Cletus ist zappelig. Okay. Dann gehen wir mal eben in den Creator Sim, hä? Huh?
Die beiden sind tatsächlich beides Werwölfe. Was hattet ihr von meiner Grün-Blau-Kombination? Dann kriegst du, kleine Maus, erstmal was zu essen. Und dann wird hier Bauchzeit miteinander verbracht. Okay, dann isst sie anscheinend erstmal. Und dann kann das Kind auch schon wieder schlafen. Ach, häufiges Niesen. Er ist einfach eingeschlafen. Okay, gute Nacht. Oh mein Gott, alles sind Einsatzschüler und sie haben noch Projekte mitgebracht. Was für die letzten kommenden Kinder auf jeden Fall sehr vorteilhaft ist. Auch wenn sie jetzt noch nicht daran arbeiten können. Wir haben keinen Kuchen mehr, das heißt, erst muss sich einer erbarmen. Beim Mampfen pieseln, juhu. So, die machen Bauchzeit, das ist super. Alle sind beschäftigt. So, Happy Birthday to you. Yay, und er ist ein Einzelgänger und möchte Profischauspieler werden. Jahrgangsbester. Läuft bei dir. Die nächste, bitte. Happy Birthday to you. So, und sie ist sozial unbeholfen und möchte Dschungelforscherin werden. Der nächste, bitte. Happy Birthday to you. Und er ist ein Genießer und ist ein Einheimischer. Und last but not least. Happy Birthday to you. Und er ist ein Hitzkopf und möchte Leitwolf werden. Ich glaube, wir behalten Pete. Warte mal, wer hat am besten... sie hat am besten die Bedürfnisse gerade. Dann behalten wir sie. Schmeißen wir die anderen raus. Have fun. Wir sind sehr leer auf einmal. Und wir laden jetzt Kyle ein. Ich habe gesagt, wir laden jetzt Kyle ein. Da ist er ja auch schon. So, und dann versucht mal euer Bestes. Wird er der letzte Baby-Daddy sein? Es bleibt sehr spannend. I do not want to have a child right now. Bro... Oh ja, du willst. Ist sie zu traurig, um das zu tun. I'm sorry. Normales Techtelmechtel macht er bestimmt mit. Davon kann man ja auch schwanger werden, weil die werden ja keine Verhütung benutzen. No protection was used. Yay! Ich bin so gespannt, wie viele Kinder es sind, ne? Und ob das dann auch ausreicht. Ah! Kyle muss dann auch gehen. So, er wurde gebadet, das heißt, er braucht halt nur noch diese Motorik-Sachen, also Fein- und Grobmotorik. Und er wird auch gerade gebadet. So, Melody kann sich dann schlafen legen. Oh, verschwindet das mit der Zeit? I didn't know. Hand nach etwas ausstrecken. Yay! Dann fehlt nur noch Grobmotorik. Komm. Ja! Cletus! Ey, dann bist du ja schon ready to go. Happy Birthday to you, kleiner Mann. So. Und du bist ein albernes Kind. Er ist am Schlafen. Das heißt, sie kann sich dann auch mal eine Pause gönnen. Und er geht auch schlafen. Unser Sunshine ist wieder awake und hat direkt Hunger. Dann einmal bitte gefüttert werden und dann bitte Bauchzeit verbringen. Hä, habe ich die Rechnung nicht bezahlt? Ich dachte, ich hätte es getan. Dann kann sie das ja mal kurz tun. Kopfheben, yay! Dann fehlt ihr auch nur noch die Feinmotorik. Dann lass dich mal dahin bringen. Dann kann Melody in der Zeit mal wieder was essen. Er hat den Meilenstein schon. Oh mein Gott. Ich bin so stolz. Happy Birthday to you. Und er ist auch albern. Und dann können wir Annie auch rausschmeißen eigentlich. Dann gehen wir wohl nochmal in den Cars, oder? Nicht erinnern, wer welche Farbe hatte. Deswegen habe ich ihnen einfach beide neue Farben gegeben. Direkt eingeschissen. Wo ist denn? Streng, okay. Oh mein Gott. Ja! Sitze ein Sim mit 12 oder mehr Merkmalen? Hä? Wir haben die Angelfähigkeit auch geschafft. Yes. Mega gut. Aber eigentlich wollte ich mich darüber aufregen, dass er die Schlafenszeit hast. Du gehst jetzt schlafen, ob du willst oder nicht. Ach, er macht sich doch schon ganz gut. Ah, man konnte das wieder ein bisschen fixen. Cool. Sie möchte ein Genie sein und
Ich glaube schon, dass das Sinn macht grundsätzlich. Ich meine, sie ist ja schon sehr intelligent. Sie hat ja auch einige Fähigkeiten schon perfektioniert und so. Deswegen, yay, das ist die maximale Anzahl. Cletus, wuh! Das ist auf jeden Fall pädagogisch wertvoll. Ihr macht das alles ganz toll, Kinas. Aber es ist gerade auch so ruhig, ne? Pff, diese Endphase, I like it. Ich meine, mit den Drillingen, das könnte noch ein bisschen sehr anstrengend werden. Also, falls wir Drillinge kriegen, aber ich hoffe es ein bisschen. Ich meine, wenn es einzeln ist, wäre es auf jeden Fall angenehmer. Aber es würde natürlich auch länger dauern. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich finde es auch gut, dass die Kinder tagsüber schlafen. Die Frau kann einfach nicht aufhören, autonom irgendwas zu mixen, ne? Die macht mich fertig. An der Stelle würde ich dann aber auch den Part beenden. Ich denke, wir haben heute einiges erlebt, ja? Vielleicht erfahren wir beim nächsten Mal dann schon, ob wir die letzten Kinder auf die Welt kriegen. Vielleicht kommen sie dann ja auch schon, je nachdem, wie lange wir dann spielen, ne? Also, ich bin so gespannt, wie viele Kinder es werden und ob es halt dann wirklich die letzten sind, ne? Weil es ist schon ein bisschen crazy. Weil wenn es die letzten sind, dann gibt es vielleicht noch so drei Parts oder so und dann ist halt einfach vorbei. Das wäre so krass einfach. Aber wir schauen einfach mal, was auf uns zukommt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!